Die Inflation frisst an unserer Substanz. Das ist sowieso klar. Aber selbst wenn wir die Inflation jetzt eindämmen können, stehen wir wahrscheinlich trotzdem vor einer Erosion unseres Wohlstands. Und man hat den Eindruck, dass das von verschiedenen Ökonomen inzwischen auch so gesehen und auch gefordert wird. Was ist der Mechanismus dahinter? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Es hat ja mal einen sehr ehrenwerten, hoch angesehenen Berufsstand gegeben in der Finanzszene, den der Crash-Propheten. Noch vor ein paar Jahren, da waren die eigentlich überall, die haben Hallen gefüllt, die Bücher von denen sind Bestseller geworden. Jetzt ist es ruhiger geworden, muss man sagen. Das hat natürlich auch Gründe. Das erste war, das, was die ganze Zeit so prophezeit haben, das ist ja vermeintlich bis jetzt nie eingetreten. Also jeden Tag Weltuntergangsszenarien und so, aber die Börsen sind immer weiter gestiegen. Und irgendwann hat dann eben jeder gesagt, naja, es ist Zeitverschwendung, wenn man sich auseinandersetzt mit sowas. Wer auf Crash-Propheten hört, der verliert Geld. Und der Todesstoß von der ganzen Geschichte, das war irgendwo dann ja die Corona-Krise und die große Corona-Rallye auch. Also als man dann eben auch gemerkt hat, noch nicht mal so eine Pandemie bringt die Börsen jetzt ins Wanken, sondern ganz im Gegenteil. Und wo dann ja auch in diesem Boom auch eine ganz neue Anlegergeneration entstanden ist, die das ja dann überhaupt nicht interessiert hat, diese Themen. Und dann gab es sowieso auch immer mehr Gegenargumente, die Argumente der Crash-Propheten dann eben auch angegriffen haben, zum Teil auch aus berufenem Munde. Also hier zum Beispiel Marcel Fratscher, der Chef vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, 2019 ein Beitrag von ihm im Spiegel. Die Crash-Propheten sind da eben mehr oder weniger geschäftstüchtige Demagogen und schaut man sich ihre Argumente genauer an, dann merkt man schnell, wie sehr sie daneben liegen. Und er hat da in etlichen Punkten schon auch recht. Aber der gleiche Ökonom sagt 2 Jahre später auf NTV, der Crash kommt. Und das war noch vor dem Ukraine-Krieg. Die weltweiten Aktienmärkte, die hätten sich von der Realwirtschaft völlig entkoppelt. Und wir brauchten eine Korrektur der Aktienmärkte um 30 bis 40% und die werde auch kommen. Oha. Und nicht nur das, diese Korrektur, die sei auch eine gute Sache und sie sei dringend notwendig und man könne das auch ganz entspannt so sehen. Ich würde das vielleicht ein bisschen weniger entspannt sehen, weil bei einem geschätzten Aktienvermögen in Deutschland von einer 1/2 Billion Euro, da ist eine Korrektur um 30 bis 40% ja im Prinzip ein Vermögensverlust von 150 bis 200 Milliarden Euro. Das ist also nicht ganz so von Pappe. Und Marcel Fratscher ist aber jetzt nicht der einzige Top-Ökonom, der in letzter Zeit sagt, der Aktienmarkt muss runter. Bill Dudley, der ehemalige Vorsitzende der Fed of New York, der hat das neulich auch gesagt. Eins ist sicher, um effektiv zu sein, muss die Fed den Aktieninvestoren und den Anleiheinvestoren mehr Verluste zufügen, als sie das bis jetzt getan hat. Zitat Ende. Mit anderen Worten, wir brauchen Vermögensverluste, Vermögenswertverluste in der Bevölkerung, Wohlstandsverluste auf breiter Front. Das muss jetzt das Ziel der Geldpolitik sein, sonst werden wir mit der Inflation nicht mehr fertig. Wer dazu mehr will zu dieser Aussage von Bill Dudley, das gibt es in einem Video von meinem Kollegen Sebastian Hell. Geheimplan der Notenbanken, will die Notenbank den Crash. Da kriegen Sie das alles nochmal ausführlich im Detail. Ist sehr sehenswert, dieses Video, genauso wie alles, was der Sebastian macht hier. Und ich mache ja auch Videos und in meinem Video zu Gold neulich, da ging es unter anderem um die Demand Destruction. Die Zerstörung der volkswirtschaftlichen Nachfrage, das ist das, was zurzeit alle befürchten, dass durch die Lockdowns in China und die globalen Engpässe und Knappheit und hohe Preise für alles Mögliche, dass dadurch die globale Nachfrage abgewürgt wird, die Kaufkraft abgewürgt wird, letztlich die Wirtschaft abgewürgt wird.
ist keine schöne Aussicht, aber gleichzeitig, und das ist ja das Gespenstische auch im Moment, gleichzeitig ist es auch das, was insgeheim alle hoffen. Und daran sieht man schon, in was wir da reingerasselt sind. Weil, wenn man die Nachfrage jetzt nicht abwürgt, wie soll dann die Inflation wieder zurückgehen? Das Angebot kann man nicht einfach steigern inzwischen. Das ist ja genau das Problem mittlerweile auch, dass nicht genug da ist an Öl, an Lebensmitteln, an Fachkräften und so weiter. Das heißt, der Preisdruck geht nur dann zurück, wenn man der Nachfrage jetzt wirklich einen harten Schlag versetzen kann. Und unter dem Video, da gab es damals einen Kommentar vom Zuschauer Werner Messerer. Er fragt, ist Demand Destruction ein Code für Absenkung des Lebensstandards? Ganz unschuldig in den Raum geworfen und ich nehme an, Werner Messerer hat sich die Frage sowieso selbst auch schon beantwortet. Klar, es ist genau das. Auf der einen Seite zerstört die Inflation Kaufkraft, Werte und Wohlstand. Je höher, desto mehr. Und die Inflationsbekämpfung, die zerstört jetzt aber ebenfalls Kaufkraft und Wohlstand. Tut sie das nicht, dann bleibt sie erfolglos. Und darum ist es ja auch eigentlich kontraproduktiv, wenn man jetzt Tankrabatte verabschiedet oder Entlastungspakete, die natürlich helfen sollen, dass die Bevölkerung diese Kaufkraftverluste ausgleichen kann. Aber es drosselt die Nachfrage nicht, es stützt sie. Und es ist genauso kontraproduktiv, selbstverständlich, wenn Gewerkschaften jetzt hohe Lohnerhöhungsforderungen stellen werden, was natürlich ihr Auftrag ist, ist ganz klar. Und die Reallöhne der Arbeitnehmer, die sind ja massiv geschrumpft. Aber am Ende treibt auch das nur noch die Inflationsspirale an. Wir brauchen also Demand Destruction und wie immer die über uns kommt, ob jetzt über die Börse oder fallende Immobilienpreise, also Vermögenswertverluste oder höhere Steuern, Kaufkraftverluste, Rezession und so weiter, sie ist unabwendbar und sie wird uns ärmer machen. Wie sind wir da bloß reingeraten? Das ist eine meiner Lieblingsgrafiken vom US-Vermögensverwalter Heusinken. Die Zinsen auf US-Staatsanleihen und die US-Inflation seit 1954. Die Corona-Krise ist da noch gar nicht mit drin, wo dann ja die Zinsen deutlich unter die Inflation fallen. Es gab einen langen Boom in der Nachkriegszeit, wo man dann aber immer stärker auch über seine Verhältnisse gelebt hat und einen starken Inflationsanstieg in der Zeit dann auch lange toleriert hat. Und Ende der 70er Jahre ist es eskaliert. Anfang der 80er Jahre hat dann die US-Notenbank massiv gegengesteuert. Das war eine Phase der Demand Destruction. Firmenpleiten, Massenarbeitslosigkeit, Zusammenbruch von ganzen Industriezweigen. Es war ein Wunder, dass man das überhaupt durchgehalten hat damals. Also diese konsequente Inflationsbekämpfung. Aber die Inflation ist damit wirklich eingedämmt worden. Und davon haben wir auch lange profitiert. Es hat einen jahrzehntelangen Wirtschaftsboom dann gegeben mit relativ niedriger Inflation und eben auch einem jahrzehntelangen Börsenboom dadurch auch. Aber wir wissen natürlich auch, spätestens seit der Finanzkrise, da haben die Notenbanken dann eben nachgeholfen. Sie haben die Zinsen massiv nach unten manipuliert durch Anleihekäufe und das ging auch noch lange gut, weil wir in der Zeit starke deflationäre Tendenzen gehabt haben, meiner Meinung nach. Das heißt aber auch, vor allem die Wirtschaft und die Bewertungen auch von Aktien und Immobilien, die waren jahrzehntelang gedopt, wenn man so will. Sie haben jahrzehntelang profitiert von einem Niedrigzinsstimulus, den sie sonst so ja nicht gehabt hätten. Und sie haben das dann aber auch noch genutzt und ihre Verschuldung auch noch massiv ausgeweitet. Hier eine Grafik von Reuters, die globale Gesamtverschuldung, das sind hier jetzt mal nur die letzten 7 Jahre. Ist stark gestiegen, hat letztes Jahr 300 Billionen Dollar erreicht und hat damit auch über 350% vom globalen Bruttoinlandsprodukt erreicht. Und gerade in den reichen Ländern, die eben Nullzinspolitik gehabt haben, da haben das die Staaten und die Unternehmen und die Verbraucher eben auch schamlos genutzt. Hier zum Beispiel einfach nur mal die Verzinsung von langlaufenden US-Staatsanleihen.
und gleichzeitig die US-Staatsverschuldung. Die Staatsverschuldung nicht nominal, sondern auch wieder in Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Auch die Grafik ist von Heusinken. Ein klarer Zusammenhang, Schulden machen es immer billiger geworden, also hat man ordentlich sich Schulden reingeschaufelt. Wir haben dadurch jahrzehntelang eine Wohlstandsillusion aufgebaut, mit niedrigen Zinsen und mit steigenden Schulden. Und das ist eben Wohlstand, den wir sonst so nicht gehabt hätten. Und das hat auch lange funktioniert und jetzt funktioniert es aber eben nicht mehr. Jetzt steigen die Zinsen und das müssen sie auch. Und bei einer globalen Verschuldung von 300 Billionen Dollar, da ist ein Zinsanstieg von nur 1% für die Welt eine zusätzliche Zinsbelastung pro Jahr von 3 Billionen Dollar. Also fast schon das deutsche Bruttoinlandsprodukt. Zusätzlich eben. Und darum jetzt eben auch mal zur Ehrenrettung der ganzen Crash-Propheten. Die meisten von denen haben einfach nur diese Verzerrungen und Illusionen, die objektiv da waren die ganze Zeit, aufgegriffen und sie haben sich gefragt, wer zahlt am Ende die Zeche? Und jetzt stellt sich diese Frage. Natürlich auch wir selbst haben ja auch Wohlstand geschaffen, also mit unserer eigenen Hände Kraft, das streitet ja auch keiner ab, aber wir haben eben als Gesellschaften zusätzlich nochmal deutlich auch über unsere Verhältnisse gelebt. Und abgesehen davon, das weiß ja auch jeder, individuelle Leistung, manchmal wird sie eben gut honoriert und gewürdigt und manchmal wird sie aber leider sehr wenig honoriert oder auch gar nicht. Wenn Sie meine Arbeit hier würdigen wollen, übrigens, dann schauen Sie einfach öfter mal hier vorbei oder noch besser, abonnieren Sie meinen Kanal, dabei dann auch auf die Glocke drücken. Da sehen Sie dann auch, wenn neue Videos da sind und was für Videos da sind. Und Sie unterstützen mich damit natürlich auch. Aber mal ganz abgesehen jetzt so von Börse, von Börsensentiment, Korrelation von Aktien und Zinsen, also die Sachen, die ich gemacht habe in meinem letzten Video. Es gibt jetzt ganz grundsätzlich einfach nur vier Möglichkeiten für uns als Menschen, als Kunden, als Gesellschaft. Szenario 1, wir kriegen die Inflation nicht in den Griff, das heißt dauerhaft hohe Inflation und wir werden alle ärmer. Punkt. Szenario 2, wir kriegen sie in den Griff durch Nachfragezerstörung und einen entsprechenden Wachstumsrückgang und eben eventuell fallende Börsen und fallende Immobilienpreise. Da werden zumindest viele ärmer. Drittens, Stagflation, man kriegt keins von beiden in den Griff. Das ist das schlimmste Szenario eigentlich, ist im Moment aber auch nicht abwegig. Und Szenario 4, das ist das Szenario, naja, es passt schon irgendwie, dass vielleicht doch alles halbwegs noch gut geht, dass sich diese gegenläufigen Kräfte halbwegs ausgleichen, dass man sich durchlavieren kann da und dass man vielleicht sogar genau das richtige Maß trifft an Drosselung. Dafür braucht man aber Glück und es gibt dann auch eine Restgefahr, dass sich das Problem, das wir haben, dann auch nur wieder rausschiebt in die fernere Zukunft. Und es ist auch gar nicht einfach dann für die Notenbanken von der Steuerung der Erwartungen her. Und darum geht es ja im Moment hauptsächlich noch. Also es ist ja bis jetzt eher noch alles Voodoo. Die harten Maßnahmen sind ja noch nicht raus, sondern sitzen bis jetzt ja alle noch am Feuer, beschwören die geldpolitische Zukunft und irgendwann steht dann mal der Häuptling eben auf und sagt, whatever it takes, und dann wird man schon sehen, bricht alles zusammen oder bricht nicht alles zusammen. Worauf ich eben raus will, es sind eben diese Verzerrungen entstanden. Es gibt eine strukturelle Wohlstandsillusion hier bei uns, die muss abgetragen werden, die wird auch eines Tages abgetragen werden und aus den genannten Gründen halte ich es eben nicht für unwahrscheinlich, dass jetzt der Zeitpunkt auch da ist, zu dem das auch teilweise zumindest passieren wird. Und das ist für Anleger natürlich sehr schwierig, weil das dann eben auch so gut wie alle Asset-Klassen betreffen kann. Man muss es aber auch nicht resignieren als Anleger und ich werde auch wie versprochen auch ein Video machen demnächst, wie man sich als Aktienanleger in so einer Situation dann eben auch verhalten kann. Demnächst hier in diesem Theater. Und jetzt noch auf vielfachen Wunsch, der geäußert worden ist nach dem letzten Video, die Lottozahlen vom kommenden Samstag. Laut einer Umfrage der Postbank ist es ja so,
Nur 5-6% der Deutschen sagen, ein Vermögen von 500.000 Euro, das baut man am besten auf mit Arbeiten und Sparen. Aber 18% sagen, das kann man aufbauen mit Aktien und 20% sagen sogar mit Lotto spielen. Das ist vielleicht auch so ein Problem, das wir haben in Deutschland. Also, 7, 16, 19, 28, 45, 46 und die Superzahl 4. Wenn es funktioniert, dann machen wir das hier öfter. Beachten Sie aber bitte, die Zahlen sind auch dann ohne Gewähr, wenn man sie hier vorher ankündigt. Und beachten Sie außerdem, der Gewinn bei Lotto, der wird auf alle verteilt, die die Zahlen haben. Also wenn die jetzt jeder spielt, dann reicht es dann auch nur noch für einen Döner. Wenn überhaupt, ein Döner kostet ja angeblich sogar schon in Berlin jetzt mehr als 2 Euro und es ist noch nicht mal ein halbes Kalb drin. Mein Beitrag zur Inflationsbekämpfung. Wir haben hier den Preis für das Kanalabo nicht erhöht. Es bleibt weiter kostenlos, trotz unserer deutlich gestiegenen Kosten. Und was genauso kostenlos bleibt, sind auch unsere Zukunftsmärkte-Reports. Die kriegen Sie auch einmal die Woche mit Analysen zu interessanten Märkten und zu interessanten Einzelaktien und sind ebenfalls komplett gratis. Sie müssen sich dafür nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen fürs Zuschauen. Alles Gute Ihnen.